Einen wundervollen guten Abend. Tja, im Alter bereut man die Sünden, die man nicht begangen hat. Also, liebe Leute, geht's euch schon so, dass ihr sagt, damals hätte ich das und das machen müssen. Ach, würde ich nur das und das tun. Also, ich denke, dieser Spruch hat sozusagen zwei Implikationen. Entweder ihr macht das noch, also ihr begeht die unglaublich wichtigen Sünden, oder ihr realisiert, dass manche dieser Dinge nicht wirklich wichtig sind oder sein sollten. Ja, welche Variante wählt ihr? Weil, gut, das, was man so an Sündigkeiten gerne gemacht hätte, ja, das, ich weiß nicht, ist das so wichtig, dass das einem unter den Fingernägeln ja brennen sollte, oder sollte man die denn wirklich umsetzen? Wie geht ihr damit um? Quälen sie euch? Beziehungsweise, ja, kann man sich auch ein Leben ohne diese Sünden vorstellen? Dass man im Alter sagt, ach, wäre ich an dieser und ja jener Stelle nicht so brav gewesen. Also, schreibt was in die Kommentare zu dem Thema Sünden im Alter, beziehungsweise die Sünden, die man nicht begangen hat. Und ja, also hier nochmal der Spruch: Im Alter bereut man vor allem die Sünden, die man nicht begangen hat. Sagt was dazu, ob das stimmt oder nicht. Ansonsten, wie immer, wünsche ich euch am Ende jedes Videos lebt wohl.